Hallöchen und herzlich willkommen zurück, FIFA 17, Trainerkarriere mit dem FC Bayern. So, PK, Pressekonferenz gegen Augsburg. Warum ist das so ein Spitzenspiel oder warum könnte es das sein? Motivieren, ich habe keine Ahnung, gescoutete Spieler, mir auch völlig wurscht. Wurscht, Wascher. So, oha, Schweinsteiger von den Länderspielen noch nicht ganz fit. Sind ja noch ein paar Tage Chef, Physi, Ist Kimmich etwa auch wieder fit? Kimmich ist auch wieder da. Xabi Alonso. Oha, ist wirklich eine wichtige Partie. Kingsley Coman möchte auch spielen. Also jetzt komme ich hier in Bedrängnis. Jetzt sind alle wieder da und jetzt wollen natürlich auch alle spielen. So, erstmal Sanchez kommt natürlich wieder für Vidal. Ja, ist zwar noch ein Pflaster, aber das muss. Robben ist natürlich auch hier Angreifer Nummer 1. Ja, Schweinsteiger nicht fit. So, Müller kommt dann natürlich auch wieder standardmäßig für Benko. Hummels, Boateng. Kimmich kommt auch mit. Fischer ist natürlich auch einer, der hier mitkommt. Benko natürlich auch. So. Kingsley Coman eher Vidal. So. Ja. Natürlich wird Alonso spielen, er wollte ja spielen. Kingsley Coman werde ich dann einwechseln. Man muss ja halt seine Schafe dann auch immer, wie sagt man, ja, man muss sie pflegen, scheren. So, Augsburg ist natürlich ein wichtiges Spiel, das weiß ich. Auch wenn es nur Augsburg ist. So, Alonso hat gesagt, bitte lass mich spielen. Er darf spielen. Und es geht los. Auf geht's ab ins Stadion. So, Allianz Arena, Bayern Augsburg, wisst ihr ja. Ja, ein Spitzenspiel, warum? Kommt hier die Tabelle, beste Vereine Abwehr, Bayern erst 8 Gegentore. Ich denke mal, das kann sich wirklich sehen lassen. Ist das jetzt der 25. Spieltag? So um den Dreh, könnte auch 24 oder 26 sein. Tja, das soll ich sein. I don't know. So, auf jeden Fall, ja, heute absolute Wunschstartelf. Sanchez endlich wieder auskuriert und mit dabei von Anfang an. Ja, wir werden ihn brauchen in der Champions League, was ich ja gegen Dortmund machen muss. Und Ribéry! Nein! Mann! Ja, da sieht man gleich die Power, wenn hier meine erste Elf spielt. Ja, das ist er, der Sanchez. Erster Eckball. Sanchez. Oh Mann, ey. Was pfeift er denn jetzt? Ah, abseits oder so. Ja, die Länderspielpause war für die Nationalmannschaft wenig erfolgreich. Ich simuliere ja alle Spiele nur. Oh, Philipp Lahm gegen Schmidt. Lahm ist nicht mehr der Schnellste, macht seinen Namen mittlerweile alle Ehren. So, Sanchez, den haben wir wirklich vermisst, den Typen. Zumindest ich. Nein. Oh. Wieder Schmidt. Oder, ja, Schmidt. Aber diesmal Boateng bei ihm. Oh. Lässt mich da alt aussehen, da unten. Und dann hier ein typischer Boateng. Oh, 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 oh. Aus. Die Maus. Abstoß Bayern. So, und Sanchez auch gleich wieder mit im Spiel einbinden.
Ja, lang nicht gespielt. Gibt hier gleich die gelbe Karte oder nur Freistoß? Es sieht nur nach Freistoß aus, das ist okay. Ja, man muss ja auch mal daneben grätschen, ne? So. Das sah aus wie bei mir. So, es steht doch 0-0. Ich habe trotzdem schon so ein 1-0-Feeling. Warum? I don't know. Ah. Das muss ich wieder rauskriegen aus meinem Köpfchen. So, Sanchez macht mal. Ja, tritt an. Wird nicht angegriffen. Immer noch Sanchez. Und Lewandowski, was für ein Tor, meine lieben Freunde. Sanchez zieht hier richtig durch. Bam, bam, bam. Und dann Lewandowski. Ja, auch deswegen habe ich den Sanchez natürlich vermisst. Laufstark ist er. Ja, dann dieser Pass in den Rückraum. Stark, wirklich sau stark. So, 1-0 Führung, dann spielt es sich einfacher. Neuer, ja, hat er sicher. No problem. Kann das Spiel schnell machen. Ja, Thomas Müller nochmal. Oh. Ein Gestocher. Das wäre es jetzt gewesen. Mann. Ja, und wieder Ausgangsposition da Sanchez. Ich mag den Typen. Oh! Okay. Ja. Oh! Nein, so doch nicht. So wird das nichts für die Augsburger hier. Darf man pfeifen? Dankeschön. Ballbesitz 61%. Das ist eine Zahl, die ich selten erreiche. Darauf ein Schlückchen Flussbrause. So, wer wird ausführen? Lewandowski steht parat. Nein! Ah, ja, ich muss echt noch üben. Wie gesagt, noch gar nicht geübt. Manometer. Also das 2-0 ist hier echt nicht weit entfernt. Boah.
Halbzeit. Nur 1:0. Nur 1:0 Führung. Eieiei. So, naja. Immerhin 61% Ballbesitz. Ah, huch, Entschuldigung. So, weiter geht's. Oh, der kommt gut. Ja, Müller zeigt an, dann kriegt er ihn auch. Ah, Manometer. Kennt ihr das? Ein Manometer. Ah, schade. Ja, ein Einwurf Bayern, dankeschön. Xabi Alonso. Ja. Nein. Ja, Boateng passt hier natürlich auf. Neuer wäre auch da. Ich bin gerade sehr konzentriert, merkt ihr? Ah. Ja, Ribéry wäre im Abseits gewesen, hätte er durchgezogen. So, ich mache mal die Wechsel parat. Dachte ich mir gerade so. Läuft ja ganz gut. Da können wir natürlich hier Kimmich als Rückkehrer auch mal einwechseln. Fischer als Jugendspieler. Benko. So, also über rechts drei junge, frische Leute. Immerhin kann ich jetzt wechseln, sehr früh. Haben die Jungs noch, ja, fast eine halbe Stunde. Typischer Alf-Puschen-Dreierwechsel. Oh. Hat er schon gelb oder was hier los? Gelb! Nase juckt, wie immer bei mir. Martin Hinteregger. Yellow Card. So, Lewandowski chippt ihn. Nicht gut. Boateng. Naja, gut. Boateng. Nicht so der Abschlusskönig. Wen will er damit denn ärgern? Wen will er damit ärgern? So, Alonso, Benko, Kimmich, der Rückkehrer nach langer Verletzungspause. Nein! Ich habe so ein Gefühl, das würde ich hier 3:0 führen. Das ist natürlich tödlich. Es ist ja nur ein 1:0, ein Tor. Und hier ist nochmal Holland in Not. Oder vielmehr Alf in Not. So, Kimmich. Ja. Und Kimmich! 2:0! Joshua Kimmich! Bisschen glücklich, aber unterm Strich zierlich. Was für ein Comeback hier nach langer Verletzung. Da,
Also. So, wieder der Torschütze Kimmich, Benko. Stark von Fischer. Stimmt, der war ja auch noch dabei. Also, es bleibt bei 8 Gegentoren, gut Gegentoren, so wie es aussieht. So, Alaba. Nein, 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 so nicht. Oh. Oh, wow. Klasse gespielt und dann, ja. Ich hab Glück gehabt, er nicht. Nein. Oh, Usami. Weg. Ja, jetzt weg. Ich will natürlich hier das zu Null halten. Ist ja sehr logisch, ne? Ja, hätte ruhig schon abpfeifen können hier. Letzte Chance, letzte Möglichkeit. Ribéry keucht nur noch über den Platz. Weg. Bayern. So, eigentlich hätte er längst abpfeifen können. Was lässt er dann laufen? Dankeschön. Wieder 3 wichtige Punkte. Diesmal gegen Augsburg. Ja. Dankeschön. Schön gemacht, Jungs. Stark, ganz stark. Hier nochmal Sanchez. Oh. Auf. Ja. Ja, es hätte höher ausgehen können, aber egal. Mit 2-0 sind wir zufrieden. Es gab ja, war ja ein schönes Spiel. Gut, mal gucken. Das nächste Spiel ist jetzt gegen gegen die TSG. Ach so, noch ein weiter. Und dann kann ich hier schon wieder, genau, das kann ich jetzt noch machen. Da, alle Einheiten. So, und jetzt, wo Kimmich auch wieder da ist, mache ich Sanchez, Fischer einmal weniger. Denn, hä, was, wo, da. Joshua Kimmich, was kriegt denn der? Empfohlen. Der Kimmich kriegt durchsetzen. Oh, Sanchez. Oh, fast. Fast ein 82 geworden, der Sanchez. So, dann gucken wir nochmal Post. Monatsbericht Jugendmannschaft. So, das sind meine 2 Jugendspieler. Ah, Fabian Wolf, nur noch Potenzial von 84. Der hier hat immer noch 91. Jay Harris. Ist aber schon 17, insgesamt 51. Der ist immerhin schon 60er. Aber beide nicht so Scouting-Bericht verfügbar. Aus Deutschland. So, wen können wir denn mal aufnehmen? Torwart. Achso, der ist schon in Bremen.
Den hauen wir mal raus, den brauchen wir nicht. Timo Fischer auch nicht. Thorsten Wagner auch nix. Timo Krause lassen wir mal drin. Niklas Schmidt lassen wir mal drin. Timo Braun, na, das ist doch hier ein x-beiniger Krüppel. Niklas Schmidt. Felix Schulze, ist aber auch schon 17. Raus. 15, Sven. Okay, das war's. 6 Spieler sind hier. Schade, dass ich die schon woanders unterschrieben habe, nicht direkt rausschmeißen kann. So, Nachrichten von Spielern. Danke, dass ich spielen durfte, Kingsley Coman. Oh nein! Ich hab den Coman vergessen. Naja, vielleicht denke ich ja gegen die TSG. So, ich muss mal gucken. Muss ich schon... Oha, ja, Wochenende dann gegen Dortmund. Also, meine lieben Freunde, wir sehen uns gegen Dortmund. Ich sage immer ciao, tschüss und auf. Gegen Team TSG. Ciao, tschüss und auf. Wiedersehen.